Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dreamlight Valley. Oh, guck mal, was ich hier gefunden habe. Zack, zack, zack. Vielleicht finde ich ja ein Peridot. Und vielleicht finde ich... Oh, ja, ich habe eins gefunden. Sehr schön. Und das nehmen wir natürlich mit. Ich habe keinen Platz mehr. Da, 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 ba, ba. Ich habe keinen Inventarplatz mehr frei. Da, da. Das kann natürlich auch sein. Jetzt haben wir hier diesen fetten Edelstein liegen lassen. Guck mal, ich habe hier ein bisschen was angepflanzt. Oh, das ging ja schnell. Ja, mit dem Weizen. Oh, das ging ja super flott. Ja, ich habe. Der Weizen wächst ja super schnell. Mein Inventar ist voll. Oh nein. Das kommt mir ja ganz neu vor. Hier habe ich übrigens auch ein bisschen was angepflanzt. Ich habe hier ein bisschen was vorbereitet, sage ich mal. Es bleibt auf jeden Fall viel zu tun. Ich mache hier gerade auch viel Organisatorisches, sage ich mal. Hier die ganzen Pflanzen zum Beispiel, die können alle hier rein. Ich habe übrigens auch ein bisschen geangelt. Jetzt nicht wirklich viel, wie man vielleicht sieht, aber ein bisschen. Jetzt ein kleines bisschen. Das Zeug, ich habe Erde gefunden. Ich habe damit verbunden auch ein paar neue Baupläne. Da kann ich dann wahrscheinlich auch was Cooles werkeln. Irgendwelche Blumentöpfe oder ähnliches habe ich bekommen. Könnte auch durchaus ganz praktisch sein. Aber erstmal möchte ich hier noch... Oh, der Rest ist ja auch schon fertig hier. Das wächst ja super schnell. Seid ihr wahnsinnig? Seid ihr närrisch? Ach, herrje. Und hier kann ich hier irgendwie auch... Ah, okay, da geht sie automatisch immer zum nächsten. Oh, das ist natürlich übelst praktisch. Nein, 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 nein. Hier. Nein, 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 du sollst... Nein, du sollst das hier? Okay, jetzt kannst du hier von mir aus. So, aber jetzt, das erntest du jetzt hier, ja? Dankeschön. So, kann ich jetzt auch einfach... Warte mal. Macht ihr... Ah, jetzt erntet sich jetzt sogar hier ganz viele hintereinander, indem ich einfach nur E gedrückt halte. Ist natürlich super praktisch. Da muss ich ihn nicht einzeln immer anvisieren. Danke, Spiel. Dahinter läuft es aber nicht automatisch. Das muss ich jetzt auch noch selbst machen. Naja, ich werde es überleben. So, das Gießen geht auch super einfach. Ich nehme einfach meine Gießkanne und die gießt relativ viel auf einmal sogar. Kann ich sogar? Nee. So, mal 2x3 gießt die. Und dann kann ich hier einfach so. Okay. Nein, 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 das war jetzt falsch. Das war jetzt perfekt falsch. Ah, sie juckt gerade ganz doll. Ah! So, und nochmal. Na, 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 noch ein Stück so. Tada! Ganz viel gegossen. Das ging einfach. Und dich, dich kleinen Kerl, nehmen wir jetzt auch mit. Ich glaube, Goofy mochte das Geschenk heute ganz gerne. Ich weiß nicht, ob wir den nochmal finden. Wo ist denn der? Wo ist Goofy? Goofy ist bei sich zu Hause. Wer hätte das gedacht? Wie verrückt! Hallo, Mickey. Mit dir müssen wir uns auch noch ein bisschen besser anfreunden. Hi. Wie geht's dir, Mickey? Ich hab was für dich. Magst du irgendwas? Salat! Salat, 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 er mag Salat. Warte, wir machen einen Salat. Tschüss, Miki, du kriegst... Bis bald! Du kriegst einen Salat. Aber nur, weil du es bist, Miki. Nur, weil du es bist. Guck mal, die Möhren brauchen echt lang. Die habe ich als erstes gepflanzt. Verrückt. Vielleicht wachsen in dem Garten die Sachen schneller, ich weiß es nicht. Who knows? So, da können wir wieder ein bisschen was kochen. Hier, Möhrchen und Salat. Und das kochen wir jetzt. Zum Salat. Und dann geben wir dann auf jeden Fall Mickey. So, sehen wir noch einen Fisch. Und Gewürz. Und dann kochen wir das. Gegrillter Fisch. Und dann will jemand noch, ich kann Fischbrötchen machen, indem ich Weizen und Fisch reinwerfe. Wir gucken mal. Ich mache auch noch ein bisschen Gewürz dran. Yeah, Fischbrötchen. Danke für den Kommentar, liebe Freunde. Er hat mir einen Zuschauer geschickt, dass das funktioniert. Perfekt, ein neues Rezept. Da habe ich jetzt hier einiges. Koche ein Sternegericht oder besser. Das kriege ich hin. So, was sagt generell das Inventar wieder? Es sieht relativ voll, ne? Das geht halt eben auch so schlimm. So schlimm, wie schnell sich das immer füllt alles. Ich brauche auf jeden Fall noch eine Kiste für Lebensmittel. Vielleicht mache ich hier draußen noch so eine Erntekiste hin oder sowas. Wir schauen mal. So, Miki, du magst auch Salat. Kriegst heute einen Salat. Hallo, Mickey. Du kriegst den Salat. Den findest du nämlich... Ist das der richtige? Ist das Salat? Das ist ein grüner Salat.
Oh nein, Mickey. Ich habe nicht das Richtige für dich. Du möchtest nicht grün. Oh Junge, das ist schön. Ich bin froh, dich zu sehen. Wie gefällt dir meine Arbeit? Mensch, Jume, du leistest wirklich tolle Arbeit, um das Dorf wieder Vordermann zu bringen. Ach, ich weiß, dass es eine Menge Arbeit ist. Bist du müde? Ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Nein, 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 ich will weitermachen. Es macht doch so Spaß. Haha! Oh yeah. Hallo du. Lass uns abhängen. Ich würde vielleicht mal mit Goofy abhängen wollen. Dann angeln wir mal ein bisschen oder so. Oder so. Das wäre mal lustig, das mal zu testen. Wir gehen erstmal nochmal zu Scrooge. Da wird bestimmt im Laden besser sein. Und auf Geld ausgebgierige Kunden sein. Konsumsüchtige Kunden. Das sind doch die Sei besten. gegrüßt, Nachbar. Hallo Nachbarschen. Ich hab was für dich. Du kriegst einen gegrillten Fisch. Ich hab's nicht geguckt, was er will, Mist. Ah, danke. Hahaha. Ich liebe diese Animation mit den Münzen. Das ist schon top. So, du hilfst mir beim Bergbau, um seltene Erze zu finden oder so. Das wäre doch eine gute Idee. Ich guck mal ganz kurz hier, was ich Neues bekommen habe. Was können wir Neues bauen? Truhe? Möbel. Ah, einen Spalierbogen, eine runde Bodenfläche und eine rechteckige Bodenfläche. Da können wir vielleicht Blümchen reinmachen oder sowas. Oder einen Swimmingpool immer noch. Nein. Das finde ich ganz nice. Zum Dekorieren ist das auf jeden Fall gut. Ich mach mal einen. Ja, okay, die Qualität ist noch nicht so gut vielleicht, aber ich gebe mir Mühe, okay? Das wird noch. So, okay. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel mal so ein bisschen finster ist. Vielleicht mach ich es einfach mal ein bisschen heller. Ach, ich weiß es noch nicht. Hallo Merlin. Dum, 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 dum. Okay. Es geht wieder. Es geht wieder. So, ja genau, wo könnte ich das mal. Die Frage ist, kann ich da auch direkt was anpflanzen? Warte mal, ich nehme das mal Inventar. Wo ist das denn? Wo ist es? Ach so, ich muss bestimmt auf Möbel gehen. Oh Gott, wo ist das? Zierpflanze vielleicht? Nein. Teppich, sonstige. Land. Gärtnerei, Wege, Felsen und Einzäunungen, Bäume, Gestrüpp. Nee. Oh! Sumpfweide. Hier kann ich auch so Hecken und sowas platzieren. Anscheinend unendlich viel, wie ich möchte. Oh my goodness, ist das cool. Aber ich muss jetzt mal hier gucken. Betten, Sitzmöbel, notwendiges Haus. Ich habe keine Ahnung, wo das dabei ist. Ich gehe mal auf alles. Welche Kategorie hat das denn? So, jetzt kann ich hier wahrscheinlich. Ich mache mal einfach mal so, ne? Kann ich da jetzt irgendwie. Nee. Wie mache ich denn jetzt da Blümchen rein? Kann ich da jetzt. Ich habe keine Blümchen bei mir, natürlich. Ich weiß es nicht. Hier, ich nehme mal hier das. Ich nehme mal das Blümchen hier. Kann ich das da irgendwie reinsetzen oder sowas? Wahrscheinlich nicht, oder? Ablegen. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Das werde ich noch rausfinden müssen. Okay, cool. Wir holen uns mal Goofy ran. Goofy, Goof, 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 Goof. Du Doofy, Goofy, du. Mal gucken. Ist da noch was ich zu Hause? I hope so. Hey. Da ist er. Na, wie Na, wie geht's? geht's? Lass uns abhängen. Oh, Oh, das wäre mir eine Ehre. So, jetzt wir sehen angelt er jetzt mit mir. Wir sehen uns. Ich dachte, wir hängen jetzt ab. Da, 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 da. So, lieber Goofy Man, wir angeln jetzt, ne? Alter, die Musik ist, die macht mich fertig. Ist das geil. So, Goofy, du, ich angle und du angelst mit und wir gucken mal, was wir am Ende dann alles haben. Angelt er mit? Ich weiß es nicht. Also, er guckt mir schon mal zu. Schön, dich zu sehen. Schön, Kumpel. Ich hab was für dich. Tschüss. Lass uns später abhängen. Ich kann jetzt nicht reden, Bis Goofy. bald. Ich kann nicht reden, Goofy. Ich muss jetzt hier diesen blauen Fisch. Diese blauen. Sie haben so verschiedene Farben. Sind das so Seltenheitsgrade oder Schwierigkeitsgrade? Ich weiß es nicht. So, den nehmen wir jetzt auf jeden Fall.
Bau. 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 Eine Brasse. Neues Level. Maximale Energie erhöht. Jetzt habe ich noch so ein mega geiles Fenster. Leute, ich sag's euch, meine Wohnung wird der Hammer. Was ist jetzt los? Ach, habe ich jetzt noch eine zusätzliche von Goofy gekriegt? Warte, stopp, stopp, stopp. Ja, ich habe jetzt auch von Goofy noch eine bekommen. Goofy. Diese Haltung. Dieser Dead Ass. Look at that ass. Wenn ich mein Training machen muss, muss ich ihn auch mal so rausstrecken. Um die Muskel. Ich sag schon, Goofy weiß, wie es geht, Leute. Goofy weiß, wie es geht. Goofy kennt sich aus. Mickey, ich angel hier. Du bist ja frech. Da können wir uns gemeinsam angeln. Nee, du angelst mir was Gutes weg. Ich nehme den da hinten, ja? Wow, eine Regenbogenforelle und Goofy gibt mir noch eine. Oh, Mickey war so. Mickey, ich habe Mickey richtig hart eingeschüchtert, ne? Der geht sofort weg. Tja, Mickey, ich fange hier die geilen Fische. Ah. Yes. Und noch eine Regenbogenforelle. Juhu. Kann ich dir echt nochmal was schenken, Goofy? Geht das? Ich hab was für dich. Ich hab nämlich jetzt. Nee, dann Peridot wollte der. Ich hab einen Topaz. Ein Wels will er. Mist, ich hatte vor uns einen gehabt. Den hab ich verkocht. Bis bald. Bis bald. Goofy, vielleicht finde ich ja noch einen Wels. Dann schenke ich dir dann. Und dann freust du dich. Und dann sind wir beste Freunde für immer. Nur du und ich, Goofy. So, wie gehen wir hier rum? Lalalala. Oh. Den Bär nehme ich immer gerne mit. Ich weiß gar nicht. Oh, was ist das denn hier? Was ist das denn? Was ist das denn? Oh. Wieder ein Puzzleteil, ein Fragment. Huch! Das ist bestimmt was von Remy. Oder? Das sieht so aus wie von Ratatouille. Auf jeden Fall. So, hier. Das sieht doch aus wie ein Wels. Also, das ist eindeutig das Geblubber von einem Wels. Anders kann ich es nicht sagen. No, ich hab's ver. Was war das denn gerade? Habe ich gerade Freundschaftspunkte verloren, weil ich schlecht geangelt habe? Goofy, sei mir nicht böse. Ich bin halt nicht so gut wie du. Oh, Freundschaft erhöht. Angeln Level 4. Dein Begleiter kann jetzt mehr Fische fangen, wenn du fischst. Und wir haben sogar ein bisschen Geld bekommen. Oh yeah, Goofy, that's the shit. Oh Gott, das ist ja wirklich voll praktisch. Wir kriegen damit so viel Fische. Ich komme hier nirgendwo vorbei immer. Also irgendjemand hat hier sehr unpraktisch die ganzen Häuser gesetzt. Ich will nicht sagen, wer es war, aber irgendjemand von euch. Goofy, kommst du her? Goofy, mach mal einen Spruch. Hallihallo! Du legst gerade ein Sammelalbum an für uns an. Was? Ich lege gerade ein Sammelalbum für uns an. So können wir uns an all den Spaß erinnern und unser Gedächtnis anspornen, falls das Vergessen zurückkommt. Oh, das ist eine gute Idee, wenn ihr gerade so ein Vergessenproblem habt. Für ein Sammelalbum braucht es einiges an Kreativität. Ich bin sehr kreativ. Das überrascht mich nicht. Du kamst mir schon immer sehr kreativ vor. Sag, warum machst du nicht ein paar Fotos vom Dorf für unser Sammelalbum? Es wäre toll, wenn wir ein paar Bilder mit Pflanzen hätten. Wir sehen uns. Man kann sich auch so ein bisschen älter erstellen, sehe ich gerade hier. Cool. Das ist schon cool. Okay, Kamera und dann kann ich dann Fotos machen. Das ist cool. Fotografisches Gedächtnis. Ach, Goofy. Du bist mir ja einer. Danke, dass du so tolle Freundin bist. Gerne, gerne, gerne. Da, Mickey, bitteschön. Ich angle hier gerade. Oh, das habe ich direkt verkackert. Oh nein. So, Goofy. Hallöchen. Hallöchen. Ich würde jetzt gerne. Lass uns später abhängen. Bis zum nächsten Mal. Aha. Ja, das ist okay. Damit noch was wir achten können. So, dann würde ich mal sagen, wir öffnen mal die nächste Tür. Wir haben ja hier noch zwei weitere Türen offen. Wir haben uns jetzt erstmal um Remy gekümmert, so ein bisschen. Ups. Ich möchte. Füttere ein Kleintier. Fange 3 Fische. Baue 5 Gemüse an. So was mache ich gerne. Verkaufe 2 Gerichte. Baue 2 Mineralien ab. Mache ein Foto. Das sind alles so Dinge, die ich gerne mache. Können uns ja mal hier so hinstellen und ein Foto machen.
Statt sie irgendwie so. Yeah! Das ist meine Ernte, Leute. Ich sag's euch. Das habe ich ganz toll gemacht. So, dann ernten wir mal. Große Möhrchenernte. Wer kennt sie nicht? Ja, wir können natürlich auch gleich wieder neue Möhrchen anpflanzen. Das ist natürlich auch kein Problem. Baue 5 Gemüse an. Ach stimmt, das habe ich ja auch gerade als Quest gehabt. Deswegen habe ich das doch gemacht. Ich bin so gut. So, ja, und wieder Möhrchen. Ich will einfach nur die ganzen Möhrensamen auch noch loswerden. Ich habe halt eben einfach so viel davon. Das ist unglaublich. So. Ich finde es schön, wie ich ankündige, dass ich jetzt in die nächste Welt gehe und es irgendwie trotzdem nicht mache, weil ich jetzt hier wieder anderen Mist mache. Es ist halt so super alles distracting. Also man wird super schnell einfach... Warum ist es hier so grau? Was war das denn? Okay. Cool. Vielleicht weil meine Energie so niedrig war, ich weiß es nicht. Den Topaz schmeiß ich mal hier mit rein. Den verkaufe ich mir erstmal nicht. Wofür ist bei Goofy Banane? Wieso ist da unten Banane? Goofy bei der Banane abgebildet? Mag Goofy Bananen? Ich weiß es nicht. Haben wir etwa einen kleinen Bananenfreund unter uns? Ich weiß es nicht so. Okay. Gut, dann gebe ich das hier erstmal nochmal ganz kurz ab, die Quest. Mach ein Foto. Oh, nein, 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 nein. Mache ein Foto und baue 5 Gemüse an. Ist das nicht super? Ich weiß. Unglaublich. Fange unterschiedliche Fischarten, habe ich geschafft. Fange ohne zu scheitern. koche ein Sternegericht oder besser. Freundschaft. Schließe Freundschaften und erreiche mit einem Freund ein bestimmtes Level. Das ist ja unspezifisch, aber okay. Hallo, kleines Eichhörnchen. Hi. Du kriegst einen Fisch. Nein, du kriegst, was kriegst du? Du kriegst hier ein paar Bärchen. Bitteschön. Hab ich jetzt was, hat da nicht gerade was gegeben? Das ist hier runtergefallen, glaube ich. Ins ewige Nichts. Na gut. Dann müsst ihr halt so. Na, mal gucken, welche Welt wir als nächstes gehen. Gehen wir mal in die goldene Mitte, oder? Was ist das? Was ganz schwer. Ach, das ist die von Moana, glaube ich. Also von Vaiana. Hinter dieser Tür wirst du einen sonnenbeschienenen Ozean und tropische Inseln, einen charismatischen Halbgott und eine junge Frau finden, die eine sehr geschickte Seefahrerin geworden ist. Oh, ich habe nicht genug. Ich kann da gar nicht rein. Oh nein. Ich schlüpfe meinen Hut, obwohl ich es vorziehe, ihn aufzunehmen. Nein, mir fehlen noch so viele Punkte. Das wusste ich nicht, dass ich so viele dafür brauchte. Genau, Gummy. Wir brauchen mehr Punkte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist natürlich doof. Baue 2 Mineralien ab. Das bringt aber sau viele Punkte. Da kommen wir ja schnell davon. Gieße 2 vertrocknete Blumen. Bringe einem Freund sein Lieblingsgeschenk. Mineralien abbauen und Gerichte verkaufen. Sowas kann ich tun. Das kriege ich hin. Ich koche mal ein bisschen was. Denke ich. Komm, da können wir doch ganz schnell auf die Punkte. Ich muss halt einfach mal so ein bisschen drauf konzentrieren. Mach mal hier mal ein paar davon rein. Der gute Obstsalat. Können wir auch mehrere Fische einfach mal reintun? Noch ein Fisch und noch ein Fisch. Was ist, wenn wir mehrere Fische reintun? Das ist einfach dann nur ein gegrillter Fisch, für den ich 2 Fische verschwendet habe. Cool! Das kann ich eigentlich automatisch ausfüllen machen. Ich meine, ich habe ja schon ganz viele Rezepte, oder hier? Ah, hier. Cracker. Ich kann Cracker machen. Verkaufen einfach ganz viele Gerichte. Was gibt es noch so? Rohkost. Ich kann doch auf alles gehen. Gemüsepastete. Da brauchen wir Butter. Pizza Margarita. Da brauchen wir ganz schön viel. Ratatouille auch. Das sind echt schwierige Sachen. Das Fischbrötchen fand ich gut. Das gibt bestimmt viel. Das machen wir nochmal. Ganz viele Fischbrötchen. Sieht auch lecker aus, ne? Ist sogar paniert. Ist sogar paniert.
verkaufen wir dann alles, ne? Ja, so geht das. Jetzt erstmal zur Nordsee. Oh Gott, wir filmen das noch. So, wir haben keinen Fisch mehr. Jetzt verkaufe ich davon ganz viel. Koch auf fischbasierte Gerichte. Das haben wir jetzt auch mal abgeschlossen. Yay. So, dann gehe ich mal runter zu Goofy und verkaufe mal bei ihm ein bisschen was. Und vielleicht finden wir auf dem Weg dahin dann noch irgendwo Erze, die ich vielleicht abbauen könnte. Das wäre natürlich auch super praktisch. Wir brauchen Punkte. Oh Gott, hier sind wieder ganz viele Möhren. Immer die Möhren. Tu mal bitte die Möhrchen. Dann kann ich dir mal schnell ernten. Warum auch nicht? Meinst du, meine Verteidigung, das geht da schnell hier, ne? Meine, guckt euch das an. Ah, das Pflanzen dauert ein bisschen länger. Da muss sie sich ein bisschen mehr Mühe geben. Oh, es ist so schön, einfach nur die E-Taste zu drücken und sie macht den Rest. Oh mein Gott. Dabei kann ich abdancen. Ja, du machst das schon. La 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 la. Sie macht das schon. So, wir schaffen das schon noch. So, fertig. Sehr gut, wir nehmen noch ein paar mit. Gießkanne. Komm, wenn wir das richtig jetzt hier timen. Guck mal, wie schnell das geht. Sehr schön. So, ist eine große Frage noch. Wo könnte ich jetzt hier noch gute Erze vielleicht noch finden? Irgendwas Verstecktes. Neben den ganzen bösen Ranken hier vor allem. Die blöden Ranken. Die wachsen immer wieder nach. Ich habe gehofft, dass sie dann einmal wechseln, auch schon wieder Möhrensamen. Ich war wahnsinnig. Was soll ich denn mit den ganzen Möhren? Entferne Nachtdornen. Oh Gott. Oh Gott. Was ist das denn? Mach doch mal nicht so einen Stress. Mach doch mal nicht so einen Stress. Ich krieg sie nicht alle, glaube ich. Da ist noch eine. Komm her. Ach. Oh, wir haben es geschafft. Was ist da drin? Oh. Was ist das? Was war das denn gerade? Möbelbeute. Was haben wir denn bekommen? Ein runder, dreizackiger, blauer Laternenpfahl. Das ist auch wieder sehr spezifisch beschrieben. Ist okay. Okay. Oh, hier wieder Pilze. Ich weiß nicht, wie ich die Pilze ernte, ne? Ich habe keine Ahnung. Ist hier hinten noch irgendwas? Irgendwas Mystisches zum Abbauen? Und nicht überall so Kohle, aber ich will ja eigentlich nochmal irgendwie Mineral abbauen. Wisst ihr? So. Doof. Ach, ich habe noch als Quest hier vertrocknete Blumen zu gießen. Entschuldigung. Manchmal muss auch ich ein wenig niesen. So, Sneezy Weezy. Los geht's. Goofy, komm mal ran. Komm mal ran auf den Mädel. Hier gibt's ja nur Möhren zu kaufen, Goofy. Was ist los? Gott, 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 Gott. Habe ich hier Möhren überhaupt dabei? Da. Die verkaufe ich einfach mal alle. Die muss ich mal alle loswerden. Und die verkaufe ich. Und das verkaufe ich. Und das verkaufe ich. Was ist das? Den Cracker, den verkaufe ich auch. Und das. Und das. Alle. Alle. Ja, das reicht erstmal soweit, ne? Ah, hierfür noch ein paar. Wobei, da kann ich auch der Cracker draus machen eigentlich, ne? So mal ein bisschen weniger so. Boah! Schaut euch mal an, wie viel Geld ich habe. Ist das nicht der Wahnsinn? Wieso ist jetzt überall, wieso ist hier überall Goofy dabei abgebildet? Bei der Banane und bei dem Apfel. Ach, weil ich die Sachen vielleicht fotografieren soll, ne? Okidoki. Oh yeah. Wir haben krass Geld gemacht. Und dann hier wächst wieder alles nach. Das ganze böse Zeug. Weg da. Geh weg. Blöden. Ranken. Wir haben so viel Mühe gemacht, die alle wegzumachen. Und dann sind sie doch wieder da. Oh. Ich weiß gar nicht, was die roten bedeuten. Nee, ist es eher gelb? Muss mal durchlesen, was die Farben so bedeuten. Oh, wie Mickey gleich angerannt kommt. Was machst du da? Ich angle Mickey. Entschuldige mich bitte. Nein, jetzt habe ich es verkackt. Gott. Nochmal. Ich will immer zu viel auf einmal, wisst ihr. Oh, jetzt kommen noch
Jetzt kommt auch noch Gummy an. Ich kann nicht mehr so viele zugucken. Guckt weg. Guckt doch alle weg. Oh, was habe ich jetzt? Ein Wels. Wow. Das war ein krasser Impact. Goofy wollte einen Wels haben. Oh Leute, es tut mir so dermaßen leid, dass ich hier irgendwie so viel random Stuff mache. Ich muss mir mal Ziele setzen. Goofy? Schön, dich zu sehen. Ja, Goofy, das leidet gut über den Boden. So, Goofy. Hallöchen. Hallo. Ich hab was für dich. Du wirst doch heute Welt. Hier. Das ist doch gut, oder? Das ist der gute Shit. So. Das war's. Wir sehen uns. Ich sammle die geilen ganzen Punkte. Geil. So, und da geht's auch noch nicht runter, glaube ich. Nope. War nicht hier noch vielleicht noch irgendwas zum Abbauen? Hier so an den Rändern halt. Nee, das ist alles jetzt kein Special Stuff. Mist. So eine Algenkrütze. Ne, wir gucken mal jetzt hier. Was kann ich denn alles abgeben? Ja, ja, ja. Nein, es reicht noch nicht. Aber vielleicht jetzt hier. Ah, das gibt noch so wenig Punkte. Ah, 100. Noch 50 Punkte, das schaffen wir. Erhalte Sternmünzen. Ja, 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 ja. Eine Freundschaft. Ja, wir haben genug Punkte. Wir können in die nächste Welt. Oh mein Gott, wir müssen uns auf jeden Fall mehr auf diese Aufgaben konzentrieren. Endlich, jetzt geht's auf zu Vajana. Jetzt aber. Ja. Prächtig. Nach dem Sturm. Hallo Moana oder Vajana, wie sie im Deutschen heißt. Was geht? Großartig. Denn wir haben viel zu tun. Hallo, ich bin Vajana von Mata Nui. Sind wir uns schon mal begegnet? Ich komme von einem Ort namens Dreamlight Valley. Mein Tal ist... Oh, die Musik. Ich liebe die Musik. Naja, mein Tal ist von seltsamen dunklen Dornen überwuchert. Probleme mit Pflanzen, hm? Hast du eine Göttin verärgert? Aus diesem Grund hatten wir vor nicht allzu langer Zeit ein großes Problem. Ich habe das Gefühl, dass du meine Hilfe brauchst. Und ich würde dir wirklich gerne helfen, aber ich habe Dinge, die ich zuvor erledigen muss. Ich bin auf der Suche nach ergiebigen Fischgründen im Ozean. Jetzt, wo meine Leute wieder Seefahrer sind, können wir mehr Gelegenheiten zum Fischen nutzen. Hey, wenn du mir dabei hilfst, habe ich Zeit, dir zu helfen. Natürlich. Großartig. Wir sollten damit beginnen, mein Kanu zu reparieren, damit es für eine lange Reise bereit ist. Ach, wir werden dafür etwas Holz und geflochtene Blätter brauchen. Wir könnten Seide verwenden. Seide? Okay, das ist eine Art Stoff, der ein tolles Segel abgeben würde. Mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich um alles. Danke. Oh, eine Sache noch. Seit einem Sturm befinden sich einige Trümmer am Riff. Diese könnten das Kanu beschädigen, bevor wir losfahren. Ja, aber ich wette, Maui kann helfen. Hast du ihn gesehen? Er ist irgendwo. Ach so, wir müssen die Trümmer. Wiedersehen. Müssen wir die Trümmer wegmachen? Hier leuchtet so. Hier kann man graben. Ich habe keine Energie mehr. Nein, ich habe mein ganzes Essen verkauft, aber ich habe hier noch so ein bisschen was. Warte. Nom, 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 nom. Ich sehe mich selbst nicht. Das ist voll traurig. Oh, da bin ich. Oh, die Musik ist so toll. Ich liebe Disney-Musik. Beste. Disney-Musik ist beste. Und ich habe Bananen gefunden. Was ist das hier? Das löscht einfach alles hier. Ich muss irgendwie alles erstmal. Oh Gott. Was ist das? Ich muss es haben. Es ist ein Klumpen Kohle. Ich will diesen Klumpen Kohle haben. Das ist so schlimm. Kann ich hier hoch? Oh, eine Kiste. Everything is my design.
I know everybody on this island. Okay, sorry. Was haben wir denn hier? Oh, Badeshorts. So was liebe ich. Ich liebe so Bermudas. Da, 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 da. Oh, das ist Maui. Hi. Oh, hey. Hey, The Rock. Lass mich raten, du bist Vaianas neue Helferin, richtig? Oh. Ich schätze, sie hat dir von mir erzählt, dass ich Maui bin. Ja, wir brauchen Hilfe. Ich bin ein großer Fan. Wir müssen ihn ja mal ein bisschen natürlich, ne? Ja, er ist ja so ein bisschen eitel, wisst ihr ja, ne? Wisst ihr, kennt ihr. Ich wünschte, weil ja, da wäre hier. So sollte ein Halbgott gegrüßt werden. Ich weiß nicht. Ein großer Fan wird allerdings alles über meine legendären Taten wissen. Okay. Wenn du dir die Zeit genommen hast, dich über meine legendären Heldentanz zu informieren, werde ich dir vielleicht helfen. Du bist wirklich der Knüller-Zwerg. Du bist wirklich der Knüller. Hey, wieso hat das so lange gedauert? Der große Maui, was soll ich machen? Arbeite an deinem Wissen über Maui. Es wird einen Test geben. Ich weiß alles über Maui. Du hast den Leuten das Feuer gebracht und die Wellen und du hast die Sonne näher an die Erde gebracht, dass die Tage länger werden und solche Sachen halt so, weißt du? Ich kenne den Song. You're welcome. So, was haben wir hier? Holz. Wir wollen ganz viel Holz. Was haben wir denn hier? Bin ich von hier gekommen? Ah, ich bin hier nicht gekommen. Okay, alles klar. Was ist das denn? Garn. Wir haben Garn gefunden. Oder wie auch immer man das hier in dieser Welt nennt. Es heißt Seidengewebe. Es ist Seidengewebe. Kann ich schon rüberlaufen? Ne, da ist Schluss, ne? Da ist auf einmal unsichtbare Wand. Okay. Habe ich alles gefunden? Bin ich jetzt im Fernsehen? Ist das hier? Oh, geil. Kohle. Haben wir noch ein bisschen was? Was ist hier drin? Wieder Kohle. Ich bin immer irritiert, weil manchmal so vereinzelt was glitzert. Dann denke ich immer, das ist was Besonderes. Aber hier glitzert halt einfach mal alles. Es glitzert halt einfach alles hier. Also es ist sehr verwirrend. Es ist verwirrend. Hier, Seidengewebe, okay. Fortschritt nach dem Sturm, okay. Das heißt, wir können wieder zu Moana. Vaiana, sorry. Ihr wisst schon, ne? Zu ihr. Gut, aber das machen wir erst in der nächsten Folge, wenn sie da heißt, die Mädels play the Dreamlight Valley. Oh yeah, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye.